Und schon wieder eine Baufolge. Oh, scheiße. Willkommen zu einer weiteren Folge von Magitech Infinity. So, wir sind immer noch mit unserer Fässergeschichte da beschäftigt. Ich war hier inzwischen ein bisschen am Rumprobieren, ob ich denn hier die Fässer in den Boden mache, hatte ich ja erwähnt, und einen Wartungsschacht darunter. Ah, dann ist mir aufgefallen, dass das untere Stockwerk praktisch ja schon hier ist, in der Höhe. Und dass das hier gar nicht hinpasst. Und wir es deswegen doch in die Wand machen müssen irgendwie. Und ja. Deswegen bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass ich doch wohl besser hingehe und hier nochmal die erste Kistenreihe komplett gegen Fässer austausche. Und wir müssen zu dem Aufzug dahin. So. Und... ja gut, ich habe das Inventar noch voller Kram, deswegen kann ich ja durchaus nochmal hingehen und nochmal eine Runde Fässer machen, aber ich brauche erstmal eine Runde Kisten. Oh mein Gott. Oh, ich habe Kisten. Ich habe ja Kisten im Inventar. So, erstmal nochmal sechs Barrels. Einfach mal hierhin, dahin, dorthin und eigentlich überall hin. Einfach mal sinnlos Barrels verteilen. Geht schon. Und, ach nee. So, und, ah ja, unsere Aubrey-Scheiße. Und, hoppa. Ja, ich meine, das könnte schlimmer sein. Na gut, wahrscheinlich ist es schlimmer. So, ich habe das Inventar wirklich voller Mist. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich da gerade die Pflanzenkiste weggemacht habe, unter anderem. Und deswegen... jetzt praktisch mit dem ganzen Zeug zugemüllt bin. 22 müsste reichen. So, hierhin, dahin, dorthin, dorthin. Und, okay. Und nein, da will ich nicht hin. Kann ich mal den Boden hier wieder einsetzen. Wenn ich noch welchen hätte, aber... wir haben ja eine Menge Rubberwood. Das heißt, wir können uns auch mal eben... ein bisschen Planks machen. So, und... die setzen wir hier wieder ein, sonst fallen wir nämlich gleich ständig da rein und das... wollen wir ja auch nicht. So, das Zeug muss jetzt übrigens wieder da raus. Das muss nämlich dann hier rein. Ich glaube, ich packe sie mal hier rein. Die. Hallo? Okay. Weg mit dem Ding. Und jetzt kommen wir natürlich nicht mehr da hoch. Das war so klar. So, ich glaube, ich muss die Reihe Barrels erstmal anschließen. Ich glaube, in die Barrels, die leer bleiben sollen, packe ich erstmal jeweils einen Cobblestone rein. Und ich brauche Stone. Aber auf der anderen Seite. Und ich bleib schon wieder... also, ich will nicht immer den Amboss ficken. Was soll die Scheiße? So. Oh, Zappi. Na, hier. Ach, Mann. Leute, ernsthaft? Also, not enough items... geht mir ja manchmal total auf den Sack. Ja, immerhin, okay. So, hier oben muss noch Stein hin, so wie ich das sehe. Und dann muss hier unten auch Stein hin. Der ganze Schacht muss dann weg. Mache ich auch mal einen Stein hin. Das ganze komplette Loch wieder schließe, das ist gar nicht hier. Ihr habt nichts gesehen. Und ich hänge hier unter den Conduits fest. Das ist auch sehr schön. So, hier müssen wir dann hinter die Barrels. Das heißt, die Ecke bleibt dort. Ich habe jetzt hier das Problem, dass wir schon direkt bei der Orberry Farm sind, was aber hinterher wahrscheinlich weniger tragisch ist. Jetzt am Anfang ja, aber später nicht mehr so. Wenn wir die erstmal gesetzt haben, die Dinger, dann wird das schon gehen. So, wir müssen auch hier den kompletten Weg dann mal hinter den Kisten freimachen. Natürlich blöd, dass man dann da durchgucken kann von vorne. Das stört mich schon ein wenig. Da müssen wir dann hinterher, wenn wir das alles korrekt verkabelt haben, diese Fassaden machen. Was heißt Fassaden? Es gibt ja diese Blöcke, die
mit denen man... Lass uns die Fackeln dort dahin setzen, genau. Ach, wie nennt man das jetzt? Es gibt ja diese Blöcke. Es gibt Blöcke? Ja, es gibt Blöcke. Ich bin total daneben. Nein, es gibt ja diese Blöcke, mit denen kann man diese Conduits hier verschwinden lassen. So, von denen wir übrigens welche noch brauchen. Okay, dann hau ich die letzte Enderperle auch noch in den Ofen. Was soll's? Ich will hier raus. Ja. Jetzt machen die Enderlevel immer noch bei 29%. Hier ist der Ofen. Ein Eisen rein, eine Enderperle rein und dann sind die drei Enderperlen schon wieder weg. Dabei brauchen wir noch so viele für Botania. Oh. Und meine Stimme ist auch schon wieder... Ich will nicht drüber reden. Ja. Muss mal überlegen, das ist alles hier ein bisschen eng. Vor allen Dingen, wenn hier den... Ne, hier kommen wir gar nicht mehr durch hinterher. Oh-oh. Das ist unvorteilhaft, würde ich mal sagen. Das heißt, hier kann doch keine 5er-Farm rein, wie ich es ursprünglich geplant habe, sondern eine 3er. Oder doch eine 5er, allerdings müsste ich die dann nach hinten versetzen. Ah, wir haben noch Platz dahin. Das ist schön. Weil dann muss ich nämlich diese Orberry-Farm einfach ein Stück nach hinten verpacken und dann geht das schon. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, was haben wir denn hier drin? Rubber Bar. Ist doch egal, was ich da drin habe. Wenn ich das umdrehe, passt das schon. So. Ich brauche nur noch irgendwas. Das müssen wir jetzt erst auch mal manuell hier. Geht alles ganz schnell, wenn wir es so machen. Und oh, weg ist es schon. Können wir das hier wegnehmen, das Barrel, und können hier noch den Boden reinsetzen, dann passt das wieder. Sieht zwar reichlich übertrieben aus, wenn man das so macht, aber das geht schon. So. Mistcraft-Kram da oben drin. Obwohl, ich sollte vielleicht auch die Aufteilung besser machen, dass wir... Und dann habe ich alles kreuz und quer, dass wir den Mod-Kram irgendwie beisammen haben hinterher. Aber naja, was soll's. Egal wie durcheinander es hinterher ist, solange ich mir das merken kann, geht das schon. Und was haben wir hier? Nix. Dann packen wir hier vielleicht mal die lieben Blümchen rein. Wenn ich mir da sicher bin. Aber natürlich bin ich mir da sicher. Okay. Schreiben wir aber mal lieber Pflanzenkram drauf, weil ich mir noch nicht so ganz sicher bin. Und hier unten erstmal Setzlinge. Wir können die Kapazitäten dieses Lagers auch nochmal ausbauen. Obwohl, den Setzling können wir direkt hier reintun. Ist der Pflanzenkram, das bedeutet das hier? Nein. Aber sowas hier zum Beispiel. So, das ist das. Die Setzlinge hier unten rein. Was habe ich denn hier? Oakwood. Nein, das Oakwood kommt nicht in diese Kiste. Das kommt hier rein. So. Okay. Ganz viel Gummi. Und wenn da Rubber ist und da Gummi, dann könnt ihr hier Raw Plastic rein.
Das gehört ja zumindest gattungsmäßig dazu. Jetzt brauche ich für Raw Plastic nicht ein Barrel, das wäre übertrieben. Genau, hier machen wir jetzt erstmal ein Barrel für goldene Pferderüstung. Ja, das wäre auch genauso sinnvoll, aber ich könnte mir Barrel für Barley machen. Okay, jetzt war das hier. Weil von Barley bekommen wir ja im Laufe der Zeit später auch noch genug, wenn ich das erstmal auf einem Feld habe, dann wird das sich schon exponentiell vervielfältigen. So, und Barley Seeds, so viele brauchen wir davon auch nicht. Ist auch immer die Frage, was für Mengen braucht man von verschiedenen Sachen? Und für Dinge, von denen wir kaum was brauchen, brauchen wir natürlich auch kein Barrel. Nur von solchen Sachen, die wir wirklich viel brauchen, brauchen wir natürlich ein Barrel. Und ich werde jetzt die Orbelfarm versetzen nach hinten. Oh, hier komme ich nicht rein. Okay, dann mache ich zu. Und wir gehen mal hier rein und ballern das ganze Ding. Okay, wenn 1, 2 nach hinten. 3 wäre gut, wenn das ginge. Machen wir erstmal 2. Oder können wir noch weiter nach hinten? Ich meine, so, dass wir eventuell sogar noch was dahinter tun könnten. Auf jeden Fall ist hier eine Menge Platz. Und dann kommen die erstmal weg. So, wenn hier natürlich eine 5x5 Farm wieder hinkommt, dann müssen die natürlich hier hingesetzt werden. Und der Harvester auch. So. Oh, da war ja schon Upgrade drin. Oh, schön. Und wunderbar sinnlos. Die haben ja sogar noch einen kleinen Raum. Oh, meine Stimme ist sowas von weg. Das ist toll. Besonders in der Aufnahme. So, ich habe mich gerade ein bisschen geräuspert. Jetzt müsste das Ganze wieder gehen. So, wir haben doch noch. Ich habe doch gerade noch Conductive Iron gemacht. Ich habe mich schon wieder vertan. Nicht Conductive Iron, sondern das andere Zeug. Das Pulsating und ein paar Binder. So, da haben wir noch ein paar. Dann wollen wir nochmal ein Rundel von den Conduits produzieren. So, ein paar von denen. Und ein paar von den anderen. So. 1, 2, 1, 2. Und dann Rinder in der Wand und weitermachen. 1, 2, 3, 4. Nochmal von denen. 1, 2, 3. Jetzt ist das natürlich nicht miteinander verbunden. Aber es könnte, beziehungsweise sollte, das heißt, wir müssen hier vielleicht eine Verbindung machen, dass die auch direkt in Barrels gepackt werden, die Ore Barrels, sondern dann haben wir nämlich auch ein Problem weniger. Ich nehme schon mal das Aluminium mit. Okay, packen wir es hier rein. Ja, ist ja auch egal. Hauptsache weg mit dem Scheiß. Oh, ach so, Capman, ich wollte gerade sagen Kirsch. Aber es ist ja der Capman. So. Da ist Kupfer, da ist Eisen. Und Aluminium, das ist übrigens das geilste ist überhaupt. Relativ sinnloses Material im Prinzip. So, das dann, das da. Das ist auch alles raus, Kiste weg. Conduits auch weg. So. Hallo? Loch im Boden auch weg und sortieren.
So, Copper Ore Berry und Experience Berry da oben rein. Und dann wollen wir diese Barrels mal anschließen. Dass die auch in Funktion sind. So, und das war und diese Reihe hier. Drehen wir sie mal um. Schade ist, dass man von hinten nicht sieht, was in dem Barrel ist. Das fehlt mir jetzt ein bisschen als Funktion. Okay. Okay, das Barley ist unter dem Rubber, das müssen wir natürlich auch umdrehen. Okay, hier dieses hier. Und wir müssen natürlich das System ja, hast du gut gemacht. Das System miteinander verbinden. Okay. Wir könnten das natürlich auch verbinden, aber nein, das wollen wir nicht. Das sind außer der Flüssigkeitsmaschinen, da bringt es nicht viel, die mit den Item-Conduits zu verbinden. Dafür bräuchten wir Fluid-Conduits, die es, glaube ich, auch gibt. Ich glaube hier, dass es sowas gibt. Ich bin mir aber nicht sicher. Quatsch. Okay. Für diese Dinger brauchen wir aber wieder ein Sortiersystem, weil das wird nicht so funktionieren. Habe ich? Ja, die sind hinten in der Ender-IO-Kiste. Ich könnte mal einen Happen essen. Okay, was haben wir denn noch so an Pflanzenkram, der da rein müsste? Wir sind schon wieder viel zu voll mit Mist. Vor allen Dingen, was will ich hier mit dem Silver Nugget? So, Jungle Wood, das könnte auch übrigens in irgendeine Kiste rein. Packen wir die Barren weg, dann sind wir schon mal ein bisschen leichter. So, okay. Die Conduits können auch in eine Kiste. Auch lustig, wenn wir hier so eine ganze Reihe voller Barrels hätten auf einer Seite. Aber ich glaube, dass. Schwerer Fehler. Achso, ich wollte eben gucken, was wir noch an Pflanzenkram haben. So allgemeines Zeug. Ja, die Büsche im Prinzip. Gehört zu essen. Hier, die Lilypads, die können wir noch mit auf die Liste setzen. Und die Sugar Canes. Das machen wir mal eben. Und mein Pflanzenkram ist die zweite von unten. Und Blumen die dritte. Und Setzlinge ganz unten. Dann sollten wir den Kram einfach mal in die Kiste stecken schon mal. Und gucken, Blume? Das ist eine Blume, ja. Und haben wir hier noch Blumen? Ja, hier ist noch eine Blume. Die packen wir schon mal in diese Kiste. So, hier. Eins. Zwei. Und dann Satir. Dingens. Ach, das ist hier übrigens. Muss man das Sortier-Upgrade reintun? Nein. So bitte. Das ist nicht richtig. Okay. Jetzt brauchen wir einmal das hier und das hier. Dass auch nur sowas hier hineingetan wird. Hier unten haben wir Oak Sapling. Mehr haben wir noch nicht. Oh, hier den Oak Sapling rein. Das nicht. Weg. Warum habe ich das Silver Nugget immer noch im Inventar? Das ist nicht sehr schön.
So, da haben wir Blumen drin. Da haben wir erstmal diese beiden Typen. Sonst haben wir noch nichts im System. Alles andere müssen wir dann so nach und nach noch beifügen, was noch fehlt. Ah, ich will kein Awkward in der Kiste. So. Okay. Pack das auch wieder rein und gut, die Mistcraft-Kiste. Soll ich aufpassen? Okay, das ist eh nur, wenn es gepowert wird. Hoffentlich power ich die nicht aus Versehen irgendwann mal, dann. Ah, ouch. Wenn ich die nämlich power, gibt es eine Katastrophe. So, irgendwann wird hier wahrscheinlich noch ein Creeper rauskommen und uns alle zur Hölle schicken. Und ich habe schon wieder so eine lange, sinnlose Folge gemacht. Und da ist immer noch irgendwas drin, was da nicht rein soll. So, machen wir es so. Und das Silber, okay, Tin Aubrey hier rein. Und das Silber nochmal in die Smeltery. So, die. Eine wieder rein. So. Muss hier immer eine drin bleiben. Und ich mache jetzt mal wieder Schluss mit dieser Folge. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Das könnte ich ja mal wieder sagen. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt, muss ich ehrlich zugeben. Ich sollte mal wieder anfangen, so ein bisschen um Likes zu betteln und um Abos und irgendwas. Einfach im Allgemeinen, also bitte, bitte, bitte. Ich bin auch artig, ich war das ganze Jahr lang lieb und ja, was für ein Scheiß. Bevor ich noch weiteren Blödsinn rede, mache ich da mal Schluss. Und tschüss und bis zum nächsten Part hier bei Magitech Infinity.